Herzlich willkommen bei Kreativ im Wilden Süden. Ich bin Sarah Birkmeier, unabhängige Stempel-Up-Demonstratorin und freue mich, euch zu zeigen, was sich hinter unserem zweiten Adventstürchen verbirgt. Ich zeige euch heute diese Z-Foldkarte, die schnell und einfach gemacht ist. Dafür benötigt ihr Cardstock in den Maßen 4¼ × 11 Inch, 3¾ × 7½ Inch und 1½ × 3½ Inch. Sowie benötigt ihr Designpapier in den Maßen 3¼ × 3¼, 2×2¼ × 4¼, 1×3¾ × 1¾ und 1×5¾ × 1¼. Entschuldigung, 1¼. Das Designpapier lege ich noch auf die Seite und dann fangen wir doch mit dem Falzen an. Dazu hole ich mir das Falzbrett dazu, schnappe mir erstmal das große Teil und falze dieses als erstes bei 5½ Inch. Drehe es einmal um und falze es dann bei 2¾ Inch. Dann nehme ich mir das nächste Teil und das wird einmal in der Mitte gefalzt, also bei 3¾. So, das war auch schon mit dem Falzen. Dann kann das Falzbrett direkt wieder weg. Und dann falze ich als nächstes mit dem Falzbein einmal die Falzen nach. So, einmal. Und dann auch hier. Einmal. Zweimal. Und dann ist die Grundkarte auch schon fertig. Dann geht an sich im Großen und Ganzen noch ans Zusammenbauen. Ich werde jetzt noch einen kleinen Zwischenstopp einlegen und stempeln. Und dafür nehme ich aus meinem absoluten Lieblingsset für alle Zeit diesen Stempel. Und noch einen Acrylblock dazu. Groß. Auch. Und dazu nehme ich Faungrün. Ich klappe die Karte einmal auf. Einmal Farbe. Einmal abtupfen. Und dann zweimal rein. Und das war es auch schon für innen drin. Kann ich das Farngrün auch schon wegmachen. Wenn ich aber gerade schon beim Stempeln bin, habe ich mir auch schon zur Dekoration sowas ausgesucht. Und das mal möchte ich in Tannengrün drauf stempeln. Und habe mir den Spruch raus für dich, weil du mich so oft zum Lächeln bringst, auch raus für alle Zeit. Und da stempel ich so rein. So. Und dann war es auch schon mit dem Stempeln. Dann lege ich das wieder auf die Seite. Das ist meine Dekoration für am Schluss. Das machen wir auch nochmal. So, und dann hole ich das Designpapier, weil es um das Kleben geht. Dann fangen wir an. Ich fange immer innen drin an. Ich klappe da mal auf. Und dann wird geklebt. Tja, da will ich schon mal so, wie ich will. Der hat das Projekt schon so oft zusammenkleben müssen, der will das schon gar nicht mal sehen. Das ist mein gefühlt 500. Versuch für dieses Video. Entweder es klappt jetzt diesmal
Oder es will einfach nicht. Dann müsst ihr damit leben, wie es jetzt aussieht. Ich drücke mir und euch die Daumen, dass es vernünftig wird. So, dann wird es hier jetzt eingeklebt. So, sieht doch mal gut aus. Dann fangen wir jetzt, nappe ich mir die Seitenteile. So. Und noch das letzte. Und dann ist das Innere der Karte beklebt und erledigt. Dann schnappe ich mir jetzt nochmal das Falzbein und mache diese beide Falzen nochmal fest, damit die auch wirklich flach aufliegen. Umso flacher, umso besser. Das gibt sich aber auch mit der Zeit, dass es dann wirklich flach aufliegt. Das habe ich jetzt schon festgestellt. Am Anfang steht es ein bisschen ab, aber umso länger die Karte liegt, umso flacher wird es mit der Zeit. So. Dann wird auch hier noch angeklebt. Da will ich aber dann dieses Design drauf haben. Damit es einfach auch mal ein bisschen Kontrast gibt. So, dann jetzt hier ankleben. Dann kleben wir das direkt auch rein. Da kommt es ganz rein, recht bündig. So. Klappe ich mir jetzt auch gerne das Falzbein zur Hilfe, damit es auch gut angedrückt ist. So. Dann kommt der Verschluss, der noch zusammengeklebt ist. Den mache ich übereinstimmend mit diesem Teil. Ups, jetzt klebe ich mir das auf den Tisch. Ja. Mal kurz drüber reiben. So, jetzt kommt ein kleiner Trick. Ihr legt es euch erstmal verkehrt rum auf. Legt euch den Finger hier auf die Kante, damit ihr da ein bisschen Luft habt und macht nebendran eine Klebespur. Dann wisst ihr nämlich genau, wie weit ihr Kleber darf, damit ihr euch den Verschluss nicht zuklebt. Und hier gerne ein bisschen mehr Kleber, weil es ja wirklich heben muss. So, und dann das in die Mitte. Ich hoffe, ihr seht jetzt nicht so viel von meinem Kopf und mehr vom Projekt. So, dann gut andrücken. Und dann geht es jetzt auch schon ans Dekorieren. Ihr könnt euch hier jetzt überlegen, was ihr als Deko und Blickfang machen möchtet. Ich habe mich bei dieser Karte jetzt für eine Wabe entschieden, die ich jetzt mittig hier reinklebe. Also lege ich es mir erstmal hin und behelfe mich auch hier wieder mit meinem Finger, damit ich weiß, wie weit der Kleber darf. Und klebe das dann auf. Und dann klebe ich das Teil aus dem ewigen Gold mit Klebepunkte an. So, nehme ich dann das Aufwegwerkzeug zur Hilfe. Drehe es einmal um. Und dann mache ich hier einen Klebepunkt hin. Und auf der anderen Seite. Das müsste auch schon reichen, dass es hebt. Und das klebe ich dann hier hin. So, und das war's auch schon. Kein Hexenwerk,
Die größte Arbeit ist an sich tatsächlich das Zuschneiden vom Papier. Dann ist es nur noch ein Zusammenkleben und Dekorieren. Ich habe jetzt noch ein paar Muster für euch. Das ist die Karte, wo ich euch zu Anfang gezeigt habe. Diese habe ich noch in zwei verschiedenen anderen Farbvariationen. Dann habe ich auch nochmal, weil es einfach mein Lieblingsset ist, mit dem ewigen Gold oder ewigen Grün und ewigen Gold zusammengearbeitet. Mit dem Papier ganz mein Geschmack. Schneeflockentraum. Und hier habe ich mal mein eigenes Designpapier gearbeitet und habe mit einer Präge. Jetzt wird mir schon das Wort. Mit einer Prägeform gearbeitet und habe die dann mit einem Blending-Pinsel und mit der Farbe Rauchblau leicht angefärbt, damit man halt auch wirklich die Struktur schön raussieht. Und mit dem Stempelset Life is Beautiful. Hat auch einen schönen Effekt. Ein bisschen schlichter als die anderen, nicht ganz so farbintensiv, aber auch sehr schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch gerne die anderen Türchen an. Jeden Tag geht ein neues auf. Und dann sehen wir uns bestimmt wieder, wenn ich das nächste Tür öffne. Tschüss!